Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier im großen persischen Bavanditreich. Wir haben beim letzten Mal diverseste Jagden durchgeführt, kommen gerade eben wieder zu Hause von unserer Jagd an. Beziehungsweise die eine Jagd war eine Jagd auf eine Antilope, beziehungsweise einen Bock, was nicht geklappt hat. Aber eine andere Jagd nach dem Herzen unserer langjährigen Frau hat am Ende dann doch noch Früchte getragen. Und wir bilden natürlich nebenbei noch unsere Kinder aus. Hier unsere Enkelin, die Burandokt, mit unserer Enkelin Daria. Heute herrschte Unruhe zwischen den Kindern. Daria wollte vor den anderen eine Predigt halten und wurde Ziel einer kleinen Rangelei. Burandokt ging dazwischen und konnte den Streit beenden, bevor jemand verletzt wurde. Oh, das finde ich gut, die wird ruhig. Das ist hilfreich. Also wird ihr hilfreich sein im Leben, höchstwahrscheinlich. Warum beobachte ich eigentlich ihn? Ach so, stimmt, weil der immer noch ein Verbrecher ist. Durchdachte Diplomatie. Ach! Wie schön, aber ich brauche es eigentlich gar nicht mehr. Mein Ratskanzler Satrap Amin hat da hart daran gearbeitet, benachbarte Reiche und Vasallen davon zu überzeugen, dass der Friedensvertrag, den ich mit Basileus Pamphilios vom Byzantinischen Reich eingegangen bin, fehlerhaft, illegitim und ungerecht mir gegenüber ist. Ich kann ihm wieder nach Belieben den Krieg erklären. Das war ein guter Move, aber halten wir mal fest, wir brauchen das eigentlich gar nicht, ne? Also nach wie vor sind, Gott, wie unser Reich sich hier einfach mal auch über die arabische Halbinsel ausbreitet. Wir brauchen das gar nicht. So, Moment, ich muss mal gerade immer gucken. Mesopotamien. Der Witz ist, Mesopotamien ist gar nicht so ein großes Königreich. In diesem Spiel hier zumindest. So, und hier ist die Matab, eine 50-jährige, wandernde, unehrenhafte Gierschlund, die ja noch melancholisch ist. Ein Hausierer in einem Mantel, auf dem allerlei Flitter und Schnickschnack aufgedehnt ist, kommt auf mich zu. Herr, ich besitze ein Artefakt, das grandiose Illusionen erzeugen und mit Hilfe dessen ihr all davon überzeugen könnt, dass ihr über Zauberkräfte verfügt. Sie wedelt mit einem bunten Stoffwurm, der an einem sehr dünnen Schnur befestigt ist. Zunächst scheint es zu ruhen, doch durch die Manipulation des Fadens erzeugt man die Illusion, dass der Wurm zum Leben erwacht ist. Stellt euch nur vor, wie beeindruckt die Edeldamen bei Hofe sein werden. Wir müssen niemanden mehr mit so etwas beeindrucken. Nee, wir müssen das nicht. Wir, ganz im Ernst, wir müssen das nicht. Nein, einfach nein. So, ich spare jetzt ein bisschen Geld, um ein wirklich gewaltiges Fest zu veranstalten. Und es kommt uns sehr gelegen, dass hier ein weiterer Vasall hier gerade eben seine Aufwartung macht. Ein huldigender Kniefall. Sehr schön. Ich mag es, wenn sie uns huldigen. Oh, ein Prachtturnier von Graf Christophoros. Aber nee, da will ich nicht. Oh, und wir haben es geschafft. Wir haben unser zweites Dynastievermächtnis abgeschlossen. Gesetz schließen wir ab. Plus 1 Domänenschwelle, Verteidigervorteil im kontrollierten Territorium. Yes! Familiensitz freigeschaltet. Eure Familie hat nur den Vorzug Familiensitz. Yes, yes, yes. Das Einzige, was bloß halt tragisch ist, ist, dass ich halt hier noch keine weitere Siedlung mehr hier hineinbekomme. Ich hätte es halt schon hart gefeiert, wenn ich jetzt hier die Stadt noch umbauen könnte. Aber das kann man halt leider nicht. Ach ja, was soll's. Wir haben jetzt 400 Dukaten. Ich könnte hier natürlich noch einiges machen, aber wir erzwingen das jetzt hier natürlich nicht. Na, also ihr seht schon noch, dass wir einiges hier ausbauen könnten. Und wir haben, wie gesagt, noch eine weitere Domänenschwelle jetzt hier theoretisch zur Verfügung. Das heißt, wir werden irgendwann mal versuchen müssen... Warte mal, was ist das hier? Vielleicht ihm das hier noch abzunehmen? Das ist eine Moschee, die hilft uns nicht. Also ich hätte ganz, ganz gerne eigentlich diese Moschee. Oder... Ich erinnere mich immer noch daran, dass ich das hier haben wollte. Aber das ist halt nur ein Tempel. Das ist halt doof, dass es hier ein Tempel ist. Habe ich Ansprüche auf irgendwelche Sachen? Ich meine, ich könnte immer noch einem Vasall was wegnehmen. Mir fällt es gerade eben ein. Der Typ da.
Aber ich kann ihn leider nicht einkerkern. Der ist ein Verbrecher, aber es... Hä? Er ist als Verbrecher bekannt, aber ich kann ihn nicht einkerkern. Er ist mein direkter Vasall. Das verstehe ich nicht. Ach so, ist unser Sohn. Ach, Sohnemann, warum? Ich hab's gerade eben erst gemerkt. Ach, Sohnemann, was soll denn das? Das ist jetzt natürlich schwierig. Ich kann ihn auch interessanterweise nicht irgendwie, wie soll ich sagen, begnadigen. Das geht auch nicht. Also kann das sein, dass das Spiel Bugs hat? Mir kommt es so vor. Ein Vormund für unseren Enkel, der Kurkir. Der interessiert sich auch für Diplomatie oder für Bildung. Nee, ganz im Ernst, also für Diplomatie hätten wir dich und für Bildung hätten wir unseren Erzeugwart. Dann ändern wir, genau, deine Bildung, genau, er interessiert sich sowieso für Bildung, das ist sehr gut. Dann soll er von ihm jetzt hier erzogen werden. Und ich verlange von ihm gerade eben noch, dass er es noch bekehrt im hohen Alter. Verlöbnis arrangieren. Oh, wer ist denn das? Ein benachbarter Herrscher. Ehrenhafter Empathiker. Hm? Chassaria? Wo ist denn Chassaria? Ach, der! Der will jetzt hier tatsächlich meinen Onkel. Der will doch nur meine Armeen. Vergiss es. Der will doch nur meine Armeen haben. Das kann er getrost vergessen. Das ist aber jetzt hier mal klargestellt. So, unabhängig davon, Leute, werden wir jetzt erstmal ein Fest veranstalten. Wo ist es denn hier? Ein großes Festmahl. Genau, wir werden ein großes Fest veranstalten. Und zwar hier. Hier gibt es nämlich Obstgärten, Höfe und Felder. Das ist super geeignet hier. Kostet uns auch fast gar nichts, dahin zu kommen. Ehrengast. Kann ich da meine Frau raussuchen als Ehrengast? Das muss doch möglich sein. Rang, Alter. Annahmewahrscheinlichkeit. Annahmewahrscheinlichkeit. Diplomatie. Ich glaube, ich kann meine eigene Frau da nicht nehmen, ne? Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Nee, das geht nicht. Will ich überhaupt einen Ehrengast schaffen? Gästekategorie. Enge Verwandte. Ich kann halt die Kategorie hier auch nicht mal ändern, ne? Das ist jetzt nicht gerade hilfreich. Erholung. Anfreunden, verführen. Ich werde das jetzt wieder bei... Oh, doch, verführen würde wieder was gehen. Er probiert's einfach mal. Ist da irgendeine dabei, die irgendwie gut aussieht? Wir haben leider noch keine gut aussehenden Charaktere. Oh, die, bei der könnte's klappen. Die ist lustern. Das ist aber auch unsere eigene Tochter. Oh, warte, oh Mann. Ach ja, er geht halt noch voll ab im Alter, ne? Das ist ja auch guter Ton hier bei uns. Ehrengast kann ich aber trotzdem noch setzen. Tja, nach Rang. Satrap Ferdows. Weiß ich nicht, ob ich den als Ehrengast haben will. Ich glaube, ich ehre mal einfach jemanden, der noch ein bisschen ungern hier bei uns ist. Genau, hier die Prinzessin Hasmik, die Bebende. Die wählen wir aus. Die wird ein Ehrengast von uns werden. So, 149 kostet es bis jetzt. Wir werden es tatsächlich jetzt hier keine Kosten und Mühen scheuen, Leute.
Dieses Fest soll großartig werden. Ist auch möglicherweise das Letzte, was er in seinem Leben geben wird. Ein neuer Anfang. Ich richte ein großes Ereignis, ein Festmahl in Kerbala aus und es ist Zeit für unsere Abreise. Diese Veranstaltung wird zu Ehren von Prinzessin Hasmik gehalten und soll im Grunde eigentlich unsere neuen, ja, griechischen Vasallen hier im Reich auch mit willkommen heißen. Natürlich nur auch. Ich werde dafür sorgen, dass diese Veranstaltung unvergesslich wird und die Leute darüber noch in Jahren sprechen werden. Ach, lass es Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte sein. Die Diener eilen durch den Saal und bringen die letzten Dekorationen. Einige der Gäste sind noch nicht eingetroffen und ich gönne mir ein köstliches Getränk am Feuer. Oh, ich scheine bereits einige schmackhaft aussehende Speisen, ein Kalbsschnitzel entdeckt zu haben. Ich kann Hamdan noch nirgendwo finden. Ich kann es kaum erwarten, dass sie eintrifft, damit mein Plan endlich in die Tat umgesetzt werden kann. Ja, die ist jetzt auf dem Weg. Sehr, sehr schön, soll sie auf dem Weg sein. Okay. Das ist, er starb viel schneller als erwartet. Oh no. Oh, okay. Chartos II. Von Bavandit hat seinen Geist im Alter von 64 Jahren ausgehaucht. Er starb an Altersschwäche. Er war der heilige Restaurator des Persischen Reiches. Und sein Aufstieg zum Ruhm wird den Predigern aller Mobeds verewigt werden. Mit Sicherheit hat er einen Platz neben Ormas. Shahanshah Besutun besteigt den Thron. Besutun ist Ehepartner und Familie treu ergeben und wird das Wohlergehen seiner Dynastie bestimmt über alle persönliche Belange stellen. Ja, das ist wohl dann jetzt hier Schluss mit dem Fest, nehme ich mal an. Ein abgesagtes Festmahl. Oh ja. Mein Vorgänger Shahanshah Zartosh II. Von Bavandit hat beim Ausrichten eines Festmahls tragischerweise sein Leben gelassen. Er starb an Altersschwäche. Das Gefolge von Zartosh wird sich nun auf traurige Heimreise begeben und seinen Leichnam mit sich führen. Der verblichene Shahanshah hatte einen solchen Tod nicht verdient. Moah. Das Ende eines Weges. Höfling Ardeshir mit düsterer Miene naht heran. Da weiß ich, dass meine Ahnung mich nicht belogen hat. Mein Shahanshah, ein Bote, traf zur nächtlichen Stunde ein und brachte die traurige Nachricht. Ah, das hätte ich zuerst lesen sollen, tut mir leid. Ich fürchte, euer Vater, Zartosh, starb an Altersschwäche. Er war in Kerbala, als er dahinschied. Mein aufrichtiges Beileid, mein Herr. Aber wir sind der neue Shahanshah. Nachdem mein Vater Shahanshah Zartosh von uns gegangen ist, lastet die schwere Bürde, das riesige Land zu regieren, auf meinen Schultern. Ich stehe vor meinen Vasallen, richte meine Krone und kneife nachdenklich die Augen zusammen. Oh, was ich alles erreichen werde. Naja, ich glaube, für dich wird es jetzt wirklich schwer, noch sehr viel zu erreichen, mein Freund. Aber mal schauen, also deine größte Leistung kann erstmal sein, das Reich zusammenzuhalten. Das brauchst du allerdings erstmal einen gescheiten Ratskanzler. Gucken wir mal, die wichtigen Jobs zu vergeben hier. Ja. 9 ist zu wenig, wir brauchen jemanden, der hier... Ja, wobei doch, der ist... Wir nehmen jetzt erstmal die mächtigen Vasallen, dass sie uns jetzt nicht irgendwie ans Bein pissen. Das ist schon mal alles ganz gut. Dann brauchen wir Steuereintreiber. Hier ist ein Steuereintreiber. Sehr tot. Dann nehmen wir dich noch als Steuereintreiber. Lebenswandel. Er ist ein Verwaltungstyp. Administrator? Spracherwerb. Meinung von Ratsmitgliedern. Ah, das finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Vasallenaufgebot. Monatliche Tyrannei geht runter. Eure Vasallen schließen sich weniger wahrscheinlich Unabhängigkeitsfraktionen an. Oh, okay, das ist eigentlich... Der Junge hat mitgedacht. Der hat wirklich mitgedacht. Schwerpunkt auf Pflicht gewährt gegenüber Agentenannahme, Höfling und Gastmeinung.
Nee, ich mache hier erstmal Schwerpunkt Reichtum. Also er sollte jetzt ja erstmal noch weitermachen. Wir arbeiten hier immer noch am Administrator. Den hat er, glaube ich, noch gar nicht. Nee. Aber er darf das Reich ruhig weiter behauen. Wow, hat der einen Verwaltungswert entwickelt? Konkubinen gibt es in unserem Reich irgendwie nicht genügend. Haben wir auch niemanden im Knast oder sowas in der Art? Nö. Absolut niemanden. Wer bist denn du? Man weiß es nicht. Aber zur Feier des Tages. Ach so, der ist ein religiöser Fanatiker. Ja, dann bleibst du schön im Knast. Der ist auch ein religiöser Fanatiker, ist inzwischen wahnsinnig. Der Typ ist gar nicht schlecht. Ich verlange die Bekehrung und Rekrutierung sowie ein schwaches Druckmittel und als Henker beschäftigen. Er könnte seinen Glauben im Geheimen aus. Ja, das ist mir eigentlich relativ egal, ob er das tut. Und was ist mit dir hier? Den kann man sogar irgendwann mal für Geld sogar noch rauskriegen, aber mal abwarten. Okay, also ja, wir haben jetzt also auch hier das da oben verloren. Das hier ist jetzt weg. Das ging an unseren Bruder. Das heißt, ab jetzt sind wir halt nur noch auf unsere Kerngebiete jetzt hier beschränkt. Das, was ich halt von Anfang an befürchtet habe. Es wird also schwierig werden, jetzt hier die Domäne am Laufen zu halten. Gott, wie viele Events wir hier haben. Diverseste Artefakte. Oh, der Speer von Manila. Der muss auf jeden Fall repariert werden. Der muss sowas von repariert werden. Moment, Moment, Moment. Neuschmiedekosten? Nee, 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 der wird repariert. Gott, ist das teuer. In Neuschmieden? Nee. Auf ihn kommt jetzt die eine oder andere Bürde zu, ich sag's euch. Also ich muss gucken, dass ich diesen Speer sehr, sehr bald. Das ist ein wichtiges Artefakt unserer Familie. Dass wir den jetzt hier. Oh, die Hauseinigkeit lenken. Wollen wir harmonisch bleiben oder wollen wir antagonistisch werden? Nee, ich denke, er ist immer noch ein gerechter, nachsichtiger Herrscher. Wir werden hier weiterhin harmonisch bleiben. Übt für ein Turnier einen Arzt zu. Habe ich einen Arzt? Oh, warte mal. Ich muss mal gerade mal gucken. Es könnte sein, dass der hier Items hat, die ich noch nicht kenne. Ja, den Mantel des Propheten Mohammed, aber den will ich nicht ausstellen, weil mit dem fangen wir nichts an. Den haben wir immer noch. Das ist immer noch das hier. Wie sieht es mit den Büchern aus? Draußen hupt jemand einfach mal so. Nope. Also hier hat sich auch alles jetzt erstmal erledigt. Der fordert einen Ratsposten. Ja, woher soll ich den nehmen, mein Freund? Es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl. Ich kann immer noch den Titel eines Königreichs übernehmen. Zu wenig Konkubinen, das weiß ich. Ich habe hier keine Amme. Und wir haben noch einen achtjährigen Sohn und Spielererben, der wirklich gut ausgebildet werden sollte. Der interessiert sich für Diplomatie und Ränkespiel. Ja, dann soll er ein Diplomat werden. Oder? Der Steuereintreiber könnte ihn halt noch gut ausbilden, wenn wir Glück haben. Oder wir machen es selbst. Ich meine, wir sind ja auch nicht kacke darin. Ja, wir versuchen den Bub hier selber. Wobei, ey, 1500 Gold zu haben, um ihn zur Universität zu schicken, wäre halt schon geil. Aber das können wir später immer noch machen. Also, wir bilden unseren eigenen Sohn aus. Wir können auch diverse Bündnisse schmieden. Wir fangen mal mit den Mächtigen an hier in unserem Reich. Dass die uns hier nicht versehentlich in den Rücken fallen. Ganz versehentlich natürlich. Hier nochmal 1700. Wie gesagt, das Gute ist, dass die uns dann definitiv nicht irgendetwas streitig machen können. Die können sich nicht irgendwelchen Fraktionen anschließen.
Euer Onkel nicht in eurem Reich. Es gibt also tatsächlich auch welche, die, ja, Verwandte, die nicht in meinem Reich sind. Also mit denen mache ich jetzt allen Bündnisse, denn wir haben nicht vor, gegen sie vorzugehen. Wir versuchen das Reich jetzt erstmal zusammenzuhalten. Gut. Und unser Bruder, der ist schon 26, der kann heiraten. Oh, er ist übrigens auch ein begabter Arzt und sehr gebildet. Bündnismacht? Relevanz? Naja, also. Ach, das ist innerhalb der Familie. Puh. Tochter und Cousine von uns. Gibt gar nicht so viele Verwandte, die man gerade eben hier noch verheiraten könnte. Dann nehme ich mal das hier raus. Er ist sadistisch. Vishnu. Ja, komm, dann soll er die hier heiraten. Aber das gibt keine Prachthochzeit hin. Das Geld sparen wir uns für unseren eigenen Sohnemann auf irgendwann mal. Für unseren Sohn und Erben. So, da kommen jetzt die ganzen Bündnisannahmen rein. Sehen wir mal von der positiven Seite. Ja, ich weiß, dass es viele sind. Ich weiß es doch, ich weiß es doch, ich weiß es doch. So. Wunderbar. Und dann ermutigen wir noch das Haus, jetzt hier die Wirtschaft zu verbessern. Und direkt erfahren wir von einer Schlange bei Hofe. Ich begebe mich gerade in meine Gemächer, um ein wenig gesegneten Schlaf zu genießen, als ich ein leises Rascheln von einem Fenster aus höre. Nur der Wind, denke ich mir, bis der Wind zu reden beginnt. Baha, so öffne doch meine Sternschnuppe. Ich bin es, Hamdan. Wer ist nochmal Hamdan? Ein Ratsverwalter von jemand anderem. Und der hat was mit meiner Tante. Und Gott, was? Frau? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sind meine Kinder überhaupt meine Kinder? Nee, war, oder? Sie ist auf jeden Fall. Sie ist bester Freund. Okay, sehen wir es von der Seite. Vielleicht ist unsere Beziehung auch eine rein platonische. Das ist ja nicht unmöglich. Trotzdem. Ja, okay, das ist gebrechlich. Ich habe das Gefühl, der macht sowieso nicht mehr lange. Eieieiei. Unabhängig davon möchte hier mein Bruder Shapuyam irgendetwas von mir. Ergreift sie! Brüllt Erzjägermeister Puyam und gestikuliert in die Richtung von Zeynep. Meine Leibgarde bewegt sich zögerlich vorwärts, unsicher, ob sie den Befehlen von Puyam folgen soll. Ich hebe die Hand, um festzuhalten, und frage Puyam, was ihn dazu veranlasst hat, einen solchen Aufruhr zu machen. Was ist mit der Frau? Die ist sehr schwanger und jung. Und ich erkenne sie. Mein Lehnsherr, dieses Ungeheuer hat ihren eigenen Falken während unserer letzten Jagd absichtlich verletzt. Sie muss bestraft werden. Die Ehre verlangt es. Okay. Okay. Ja, er ist sadistisch. Oh Mann. Ja, verhängt eine Geldstrafe. Puyam hätte gerne mehr erlebt. Peitscht diesen Tierquäler aus. Nee, aber ja, dann soll halt, zahlen sie halt eine Geldstrafe für das Verletzen eines Vogels. Ja, man darf nicht vergessen, ne, wir haben hier Himmelsbestattungen. Tiere sind bei uns halt schon ein bisschen heilig. So ein bisschen. Wir machen hier mal weiter. Das hier bringt mir dann auch 1,4 noch ein.
Also, wie gesagt, wir sind jetzt wieder dabei, jetzt hier die Wirtschaft weiter zu verbessern. Es läuft wohl am Ende jetzt hier alles auf Bagdad hinaus. Das ist unser Herrschaftssitz, um den wir uns jetzt hier halt am hauptsächlichsten kümmern müssen. Ich packe dich da mal rein, mein Bester. Weil hier unten ist ja keiner drin. Das ist jetzt nicht so dramatisch wichtig. So, aber der hier macht jetzt halt hier schon ganz, ganz gut hier Kohle hier so als Oberster. Der weiß, was er tut. Und das, obwohl wir nur fünf Domänen haben. Jetzt halt die große Preisfrage. Gibt es... Aha. Der hier. Was? Der hier will tatsächlich jemand anderen auf den Thron bringen. Puh, da bin ich jetzt aber ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich ihm nicht vielleicht sogar einen Titel aberkennen möchte. Das Problem ist bloß, es wäre, glaube ich, Tyrannei. Ja, das ist Tyrannei. Wir könnten auch Hof halten. Oh! Ich kann meinen Bruder rechtmäßig einkerkern. Was hat er denn getan? Versuchter Mord? Oh! Ja, mein lieber Bruder, das wird jetzt wohl für dich ätzend enden. Wehe, du kämpfst gegen mich. Da ist es passiert. Sammelt die Truppen! Unser Bruder, der hat auf jeden Fall gerade eben einen schweren Fehler begangen. Er hat selber jemanden versucht zu verdammen, weil er einen Vogel verletzt hat. Er selber hat versucht, jemanden zu ermorden. Und es ist ein Verbrechen in unseren Augen. Und deswegen sollte er sich jetzt mal uns Rede und Antwort stellen. Aber er hat sich für den Schmerz entschieden. Also werden wir ihn jetzt hier direkt mal besuchen kommen. Meine Schwägerin Zeynep hat gerade eben ein Kind zur Welt bekommen. Tja, und dich wollte er tatsächlich hier ins Gefängnis bringen oder Schlimmeres. Also das wäre es ja wohl jetzt noch voll gewesen. Was für ein bigotter Bruder, den wir haben. Oh, einer meiner Ritter hat sich hier, so wie es aussieht, in einem Turnier qualifiziert. Nett. Und wir bekommen ein Ersatzangebot. Mein Vasall Marsoban Mossafar von Lori ist unerwartet an meinem Hof aufgetaucht. Mit einem Mann im Schlepptau. Großer Shahanshah! Es ist mir nicht entgangen, dass euer Steuereintreiber Parvis nun, sagen wir, es an den nötigen Fähigkeiten mangelt, um seine Arbeit angemessen zu erledigen. Deshalb bringe ich euch ein Geschenk. Mossafar deutet auf seine Begleitung. Peros wird euch vortrefflich dienen. Ja, der ist ganz gut, aber was ist mit Parvis? Okay, Parvis scheint wirklich nicht der Geilste zu sein. Ja, dann schließt er sich jetzt hier mal meinem Hofe an. Und oh, ich kann übrigens hier das ja sogar noch machen. Go for it! Absolute Lehensautorität. Das wird reinhauen. Also, wir haben jetzt dadurch nochmal 25% mehr Steuern, nochmal 25% mehr Vasallenaufgebot. Die Meinung geht natürlich krass nach unten von allen. Aber Vasallen können keinen Krieg gegen andere Vasallen führen, es sei denn, sie setzen ein Druckmittel gegen uns ein. Der Herrscher kann seinen Erben festlegen. Herrscher können zwischen allen verfügbaren Nachfolgerechten wechseln. Vasallen können keinen Krieg gegen andere Vasallen führen, es sei denn, sie setzen ein Druckmittel ein. Bla bla bla. Titel und Vasallen können nicht an Charaktere vererbt werden, die nicht aus dem Reiche stammen. Vasallenentziehung widersetzen gelten als Kriegsverbrecher. Gelten als Verbrecher. Kriegsverbrecher, genau. Kriegsverbrechen entstehen meistens danach. Herrscher können wieder verfügbare Erbteilungsnachfolgerechte wechseln. Titel können aberkannt werden, Vasallen können entzogen werden. So, er hat auf jeden Fall jetzt hier mal dafür gesorgt, nach diesem Aufstand, der jetzt hier direkt am Anfang stattgefunden hat, dass das ja so nicht weitergehen kann. Puyam. Ich wusste, dass Puyam noch eine Rolle spielen würde. Zum Guten oder zum Bösen. In diesem Falle hier wohl zu seinem eigenen Schlechten. Aber warte mal, ich wollte gerade eben noch was gucken. Hat das mit den Fraktionen hier irgendetwas noch bewirkt? Nein, nicht wirklich. Okay. Eigentlich wollte ich gerade noch irgendwas gucken. Ich habe es vergessen, was es war.
Ein Verlöbnis soll arrangiert werden. Der schon wieder. Der will unbedingt meine... Nee, wir bleiben unter uns. Wir bleiben unter uns in unserer Familie. Die wird hoffentlich auch schon ausgebildet. Ja, die hat einen Vormund. Wow, die könnte sogar recht gut werden. Er macht bis jetzt auch keine so schlechten Anstalten hier. Habe ich eigentlich eine Amme? Nee, ich brauche einen Hoftutor, Leute. Ich brauche einen Hoftutor. Tja, besser einen durchschnittlichen als einen unterdurchschnittlichen, ne? So. Stallmeister, Hofbaumeister. Solltet die Bauzeit, Großalmosengeber. Sinnschall, Mundschenk, Hofner. Ich könnte einen Hofner setzen? Vielleicht mache ich meinen Bruder zu meinem Hofner. Wenn wir mit ihm hier fertig sind. Aber ich denke, wir werden ihm auf jeden Fall, nachdem er sein Verbrecher geworden ist, erstmal seine Ländereien aberkennen. Ja, er hat zwar nur eins, aber das werden wir ihm wahrscheinlich aberkennen. Ganz schön frech von ihm. Uns sich hier zu widersetzen. Ich weiß gar nicht, wo seine Armee eigentlich ist. Hat der überhaupt Verbündete? Nö. Ziemlich dämlich von ihm, was er hier getrieben hat. Tja, immer noch Pujam kann von uns jetzt hier eingekerkert werden. Genau. Ihr habt keine Amme eingestellt. Ich versuche jetzt mal nochmal die Amme jetzt hier zu holen. Ich möchte eine Amme haben in meinem Reich. Okay, haben wir dieses Mal eine gescheite, die Shirin. Ja, die macht doch jetzt endlich mal wirklich mal einen Eindruck, als ob sie was könnte. Ja, ganz im Ernst, für die gebe ich auch mal 300 Gold aus. Na also. Also, wir haben die Shirin am Start. Was ist hier noch los? Ich weiß nicht, warum da ein Ausrufezeichen ist. Ach, weil die Hofpracht unter meinem erwarteten Wert liegt. Ja. Ja, 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 ja. So, ich denke, dass ich jetzt auch mal hier sage, dass wir jetzt hier heimische Angelegenheiten einschalten. Und da kommt Mossafar und macht hier seine Aufwartung. Boah, es ist echt übel, dass die Hofpracht unter dem erwarteten Wert liegt. Daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Also wir werden jetzt in naher Zukunft ein bisschen mehr Geld ausgeben müssen, um unsere Hofpracht zu erhöhen. Ach lol. Ihm scheint ein bisschen mehr zu gehören, als ich gedacht habe. Weil er der König von da oben ist. Okay, wir haben auf jeden Fall die jetzt hier gefangen gesetzt. Freilassung verhandeln, rekrutieren, schwaches Druckmittel. So, ich brauche nämlich Konkubinen. Ich kann nur die Amme nehmen? Warum kann ich nur die Amme nehmen? Okay, ich verstehe es nicht ganz, aber egal. Also, die Hofpracht muss jetzt auf jeden Fall gesteigert werden. So, Freunde. Das wird jetzt zwar ein bisschen teurer. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder die Hofpracht auf dem erwarteten Niveau. Ich glaube auch, dass ich ihm tatsächlich die Königswürde aberkennen werde. Oder werde ich ihm nur die Königswürde aberkennen? Möglicherweise erkenne ich ihm auch nur die Königswürde ab. Wir werden sehen beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.